Willkommen zu diesem Video. Hannes Knechtges von Werde Musiker hier. Schön, dass du am Start bist. Ich zeige dir in diesem Video Tones and I Dance Monkey in einer Minute. Bevor wir loslegen, wenn du neu bist in der Welt der Gitarre, in der Videobeschreibung findest du meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger. Sollst du auf jeden Fall auschecken. Viele geile Lektionen zum Thema Gitarre lernen. Und los geht's mit Dance Monkey. Da, da, da. Also, der Song besteht die ganze Zeit aus vier Akkorden. Ich mache das Ganze jetzt hier mit Power Chords. Wenn du eine komplexere Version haben willst, check mal die Videobeschreibung. Da zeige ich noch in einem umfangreicheren Tutorial verschiedene Rhythmen, die wir in diesem Song finden und so weiter und so fort. Aber jetzt hier zu schnell, in einer Minute müssen wir ja durch sein. Power Chord. Wir fangen mit dem Grundton an, zweiter Bund E-Seite. Fünfter Bund A-Seite, siebter Bund A-Seite, vierter Bund A-Seite. Und das machst du wie folgt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Fünfter Bund A-Seite zum siebten Bund und dann in den vierten von vorne. Zweiter Bund E-Seite, zweiter Bund E-Seite, zum fünften Bund auf der A-Seite, siebter Bund und dann zum vierten. So, damit das Ganze jetzt noch ein bisschen fetter klingt, machen wir einen Power Chord draus. Das heißt, wir packen immer den Ringfinger noch dazu, auf der nächsten Seite zwei Bünde höher. Das heißt, wenn wir hier im zweiten Bund anfangen, auf der E-Seite mit dem Zeigefinger, kommt der Ringfinger wohin? In den vierten Bund auf der danebenliegenden, auf der A-Seite. Und dann schlägst du diese beiden Seiten an. Das ganze Muster verschieben wir dann hier in den fünften Bund bzw. siebten Bund auf der A- und D-Seite. Dann das Ganze zwei Bünde höher im siebten und neunten Bund und dann in den vierten und sechsten Bund. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, So, das war Dance Monkey von Tones and I in der 1-Minuten-Version. Wenn du ganz schnell einfach mal die Chords von dem Song auschecken wolltest. Wenn du noch mehr zu dem Song lernen möchtest, findest du in der Videobeschreibung mein Tutorial, was ein wenig umfangreicher ist zu dem Song, wo es auch um Rhythmen geht. Da sind viele verschiedene coole Rhythmen drin in dem Song. Und wir gehen noch ein bisschen mehr auf umfangreichere Akkorde an dieser Stelle ein. Aber das Ganze ist natürlich hier für Anfänger gedacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Hannes Knechtges von Werde Musiker. Ciao!